Johannes von Jobsten, man sieht, wo wir bleibt für Mensch. Das ist hier der Claim, den ich seit Jahren herausknalle in die digitale Welt. Und das wiederhole ich nochmal, weil meine Zielgruppe ist eben der Mensch. Es ist egal, ob er ein Moslem ist oder ein Jude ist, Christ, Linkshändler oder ob er Vegetarier ist. Denn wir alle, wenn wir auf die Welt kommen als Menschen, sprechen eine erste Weltsprache und das ist die Sprache der Empathie. Das ist die Sprache der Empathie. Und wir lernen dann unsere Muttersprache, das ist bereits die zweite Sprache, und dann werden wir sondiert, wir nennen das Kultur, und später wird uns erklärt, dass uns das unterscheidet, aber wir vergessen eben, dass wir empathische Wesen sind. Und um es klar auf den Punkt zu bringen, Krieg ist ein Elitenprojekt. Freunde, es ist simpel. Krieg ist ein Elitenprojekt und diese Rüstungsindustrie, relativ überschaubar, auch die, die darin arbeiten, arbeiten eben sehr vernetzt und kennen sich in der großen Friedhofsindustrie. Das ist die Friedhofsindustrie, eine kleine Gruppe, die international arbeitet. Denn Krieg ist ein international angelegtes Elitenprojekt. Und die Friedensbewegung ist eine internationale Bewegung, die sich noch nicht einmal national einigen kann. Die Friedensbewegung hat ein großes Marketingproblem, sogar im deutschsprachigen Raum. Und wenn wir das nicht überwinden, wenn wir nicht untersuchen, wer von der Rüstungsindustrie, von der Friedhofsindustrie bereits die Friedensbewegung unterwandert hat, werden wir nie den gemeinsamen Nenner erreichen, nämlich einen globalen Frieden. Woran erkennst du, dass du Teil der Friedensbewegung bist, wenn du gegen Krieg bist? Wenn du noch nie einen Menschen getötet hast und es auch nicht willst, bist du Teil der Friedensbewegung. Und die aktuelle Friedensbewegung hat ein enormes Marketingproblem. Sie muss auf die Leute zugehen, ja, die empathisch sind und sagen, möchtest du einen Mensch töten? Hast du Bock auf Krieg? Nein, dann bist du von uns ein Teil, dann bist du ein Teil der Friedensinitiative, der Friedensbewegung. Und dazu muss sich die Friedensbewegung bewegen. Das muss sie. Sie muss die Wörter analysieren. Wenn wir heute in der Schule etwas über deutsche Geschichte lernen, dann lernen wir immer noch Orte wie Auschwitz, den Blinker und Bergen-Belsen. Und warum? Weil diese Orte uns mahnen sollen, was Menschen anderen Menschen antun. Würde Eichmann Rammstein nutzen? Na, aber sicher. Würde Eichmann Drohnen nutzen? Na, aber sicher. Wäre das, was wir heute haben, der feuchte Traum der NSDAP gewesen, wenn es schon möglich gewesen wäre? Na, aber sicher. Dass Bergen-Belsen, Treblinka und Auschwitz möglich war, basiert ja auf dem Herstellen von Ignoranz. Das ist der größte Feind des Friedens, die Ignoranz. Und die Ignoranz, Freunde, die Ignoranz wird hergestellt. Und zwar über Massenmedien. Die Geschwister Scholl haben über alternative Medien kommuniziert. Die haben ihre Flugblätter nicht der NSDAP vorgelegt. Das würde ich gerne kommunizieren. Das waren alternative Medien. Das waren aus der Sicht der NSDAP natürlich Verschwörungstheoretiker. Wir haben einen großen Feind auch in diesem Land. Das sind die Massenmedien, finanziert durch eure GEZ-Gebühren. Die produzieren Ignoranz, Freunde. Und als ehemaliger Vertreter von ARD und ZDF muss ich euch die Frage stellen, wer von ARD und ZDF ist denn heute hier, um für eure GEZ-Gebühren das hier abzubilden? Sind das die Leute mit den bunten Farben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir müssen die Ignoranz überwinden. Wie können wir das tun? Warum sind wir immer noch so wenige? Ich meine, das fällt jetzt ja auf unserer Seite, ne? Wenn wir uns letztes Jahr überlegen. Wir können die Ignoranz nicht überwinden, indem wir den Menschen mit Zahlen kommen. Rammstein, Drohnen, das funktioniert nur deswegen, weil es abstrakt ist. Ihr müsst mit den Bildern, mit den einfachen Bildern, müsst ihr in eure Nachbarschaft gehen, müsst die Menschen fragen, willst du das? Ihr müsst sie auf der emotionalen Ebene packen. Und was ihr auf gar keinen Fall dürft, ist zu glauben, dass selbst in dieser Restdemokratie sogar Parteien, die für den Frieden sind, etwas ändern werden, wenn sie oben sind. Denn auch Parteien, aktuelle Parteien sind wie Pyramiden organisiert und kennen eine innere Struktur. Und ich gebe es zu, ich habe mal die Grünen gewählt, weil ich dachte, die sind ja für den Frieden, die würden ja niemals. Und dann kam 1999, Joschka Fischer und der Herr Schröder haben mit meiner demokratisch abgegebenen Stimme Menschen umgebracht. Mit meiner abgegebenen Stimme. Das heißt, wenn ich meine Stimme abgebe, bin ich sicher vom Missbrauch. Das bin ich nicht.
Du kannst wählen, wähl was du willst, aber sei rund um die Uhr, alle 4 Jahre lang politisch. Jawohl! Sei politisch, ja? Denn du kannst dich nicht darauf verlassen, dass deine abgegebene Stimme so bei einer Partei, die für den Frieden ist, auf dem Weg nach oben auch noch friedlich bleibt. Ja? Dafür gibt es keine Garantie und deswegen musst du politisch bleiben. Du musst dich an diejenigen auch in dieser Stadt wenden, ja, die gegen Krieg sind, die, wo du sagst, hast du Bock, deine Tochter zusammenzuschlagen oder deine Nachbarn auseinanderzunehmen? Nein, dann bist du Teil der Friedensbewegung. Und Friedensbewegung, Freunde, muss Spaß machen. Muss Spaß machen. Wenn wir eine Veränderung wollen, dann muss die Spaß machen. Und in der Friedensbewegung zu arbeiten aktuell macht überhaupt keinen Spaß. Warum nicht? Weil wir so wenige sind, weil wir uns Verlierer sehen. Wir sind keine Verlierer. Wir müssen das Siegen genießen lernen. Wir sind heute viele hier. Das ist okay. Das ist der Anfang. Okay? Und wenn ihr euch die Frage stellt, was ihr gegen Rammstein unternehmen könnt. Rammstein, die Rüstungsindustrie, wird finanziert mit euren Steuergeldern. Es ist euer Geld. Ihr habt das Hand, also mit euren Steuergeldern, das Steuer in der Hand. Ihr macht eigene kleine Gruppen auf, seid nicht mehr bereit, einen großen Teil eurer Steuergelder für Maschinen herzustellen, auszugeben, die Menschen umbringen, während in Deutschland die Schulen verfallen. Schaut euch um! Ja? Und tretet mit diesen Politikern, die nur faseln, die nichts Wesentliches sagen, wie das Duell gesehen hat. Ich mach das ja gar nicht mehr. Tretet mit denen doch gar nicht mehr in Diskussion. Das ist Zeitverschwendung. Und ich habe mal gesagt, dass wir uns in einer McDonalds-Demokratie befinden mit verschiedenen Menüs und du kannst sie dann auswählen, aber du kontrollierst den Wareneingang überhaupt nicht. Es ist noch viel schlimmer. Es gibt nur ein Einheitsmenü und je nachdem besteht aus Cola, Pommes, Burger und Salat. Wen du wählst, steht die Cola mal vorne rechts, mal hinten links. Mal. Das ist der einzige Unterschied. Das müsst ihr mal verstehen. Und viele von euch denken, wenn ich meine Stimme nur der richtigen Partei gebe, dann wird sich alles ändern, während ich gleich bleibe. Und das funktioniert auch nicht. Wir müssen lernen, eine Politik zu machen, weil die meisten von euch sind ja so wie ich zwischen 50 und 70 und scheintot. Wir sind keine junge Bewegung, Freunde. Wir haben es alle im Knie. Wir müssen lernen, eine enkelkompatible Politik zu machen. Enkelkompatibel. Stellt euch doch mal die Frage, ob die Art, wie ihr lebt, ob diese Art, ob ihr die euren Enkel verkaufen könnt, ist, wenn ich so weitermache als Friedensinitiative, dann wirst du auf einem schönen Planeten leben. Alles ist super. Ist das so? Nein. Auch bei mir ist das nicht so. Ja, wo soll man denn anfangen? Du sollst anfangen. Was soll ich denn machen? Mach etwas. Und weil wir auch über Marketing sprechen müssen, die Rüstungsindustrie macht ein super Marketing. Sie hat die Parteien und die Politik und die Medien in der Hand, denn die reden nicht über Rüstung. Auf keinem Plakat steht etwas über Rüstung. Auch bei den Grünen steht nichts über Rüstung. Die reden über Kinderarmut. Die reden aber nicht über das Töten von Kindern im Ausland mit ihrer Stimme. Das ist Marketing, Freunde. Ausblenden. Und deshalb kann ich euch nur raten, denkt positiv und handelt positiv. Wir haben ein Format wie die Macher gegründet, weil jeder kann irgendetwas machen. Wenn du etwas machen möchtest und nicht weißt, was, dann gebe ich dir einen weisen Rat. Mach bei denen, die du ablehnst, vor allem nicht mit. Mach nicht mit ist das Erste. Mach nicht mit ist das Erste. Und stell dir die Frage, natürlich hat das mit dem Wirtschaftssystem, Kapitalismus, nicht demokratisches Geldsystem, das hat damit alles zu tun, das wissen wir. Alles hängt mit allem zusammen. Aber stell dir zum Beispiel die Frage, wenn wir auch über das Grundeinkommen nachdenken, ob du das wirklich willst. Wenn du es willst, wer könnte es nicht wollen? Menschen, die ein Grundeinkommen beziehen, weil es keine Arbeit mehr für sie gibt, haben Zeit nachzudenken. Bevölkerung, die Zeit hat, sich zu bilden. Willst du das wirklich als Elite? Aufgeklärte Menschen? Willst du das? Willst du, dass hier nicht 3.000 stehen oder seid ihr 6.000, sondern 70 Millionen? Willst du das? Das willst du nicht. Und ihr müsst euch als Teil der Friedensbewegung auch keine Genehmigung holen, ob ihr da mitgehen wollt. Ja? Der Krieg, davon profitieren nur wenige, aber der bedrohte Friede und der Krieg, der dann kommt, der betrifft uns alle. Und das müsst ihr euren Nachbarn sagen.
Und dass der Zweite Weltkrieg aufgehört hat, das war es am Ende der Geschichte. Warum? Weil der Krieg nicht mehr abstrakt war. Da kamen viele Leute eben nicht mehr zurück oder vollkommen zerstümmelt. Ihr müsst dazu beitragen, dass der Krieg nicht mehr abstrakt ist. Denn die Medien tun es nicht. Der Krieg findet in unseren Medien nicht statt. Wir haben geschliffen scharfe Fernsehbilder von Drohnenbildern, aber bestimmt nicht vom ZDF von der Kampfzone. Okay? Und ihr lasst das zu, weil ihr euch nicht beschwert, weil ihr eure GZ-Gebührenhäuser nicht belagert, weil ihr es noch kauft. Leute sagen, ich habe das noch gesehen, bin total erniedrigt davon. Guckt euch das auch nicht mehr an. Werdet Aktivisten. Aktivist ist, wer aktiv ist. Macht etwas, überdenkt euren Konsum. Das könnt ihr machen als Freunde des Friedens, indem ihr den kriegerischen Konsum, an dem wir alle teilhaben, die meisten sind hier auch mit Verbrennungsmotoren, indem wir versuchen, das zu überwinden. Wie geht das? Ich weiß das nicht. Nicht allein, aber ich weiß, dass wir alle zusammen es können. Wir können es, indem wir unseren eigenen Egoismus überwinden, indem wir lernen zu verzichten. Denn Frieden basiert auch auf Teilen. Und Teilen bedeutet nicht, etwas abzugeben, was man doppelt hat, sondern etwas, was man gerne behalten hätte, damit es jetzt auch andere haben. Ich bin dafür, dass die Menschen überall auf der Welt, ja, auf die Straße gehen können, ohne nach oben zu gucken, ob eine Drohne kommt. Ich bin dafür, dass die Menschen, die auf Bodenschätzen wohnen, auch von ihren eigenen Bodenschätzen etwas haben. Denn das generelle Problem, was wir haben, warum Krieg überhaupt gemacht wird, ist, wir haben nur ein Problem mit einem unfairen Umverteilungsschlüssel. Alles, was wir tun müssen, ist fair verteilen. Und diejenigen, die uns sagen, das ist nötig, die müssen sich doch von der Bodengruppe, dem Hartz-IV-Empfänger, der größte Niedriglohnsektor in Deutschland, müssen sich doch die Frage stellen, kommt denn von den Ressourcen, von der Beute, kommt denn etwas bei mir an? Nein! Es kommt ja nicht einmal etwas von den Beutezügen bei euch an. Warum macht ihr dann mit? Ich verstehe es nicht. Wir haben es mit einer gut organisierten Kriegsindustrie zu tun, einer Wirtschaftspolitik, die uns ohnmächtig macht, wenn wir nur wie auf diese Schlange starren. Wendet den Blick ab. Wendet den Blick ab und erkennt in jedem, der noch nicht Teil der klassischen Friedensbewegung ist, dass es ein potenzieller Mensch ist und geht hin wie Amazon. Derjenige, bei dem Frieden mitgemacht hat, hat auch bei dem Frieden mitgemacht. Der auf der Demo war, aber auch der auf der Demo. Übernehmt deren Marketing. Übernehmt deren Marketing. Eins muss man ihnen lassen. Sie können Marketing. Das können wir von ihnen lernen. Lernt dieses kapitalistische Marketing, ja, den Schlüssel zu übernehmen und zu einem friedlichen Marketing für den Frieden zu machen. Das ist unsere Chance. Unterstützt alternative Medien, aber lernt alternativ zu leben und überzeugt vor allem nicht die Rüstungsindustrie, nicht Frau von der Leyen, kein Politiker. Überzeugt eure Nachbarn, denn wer von euch, das haben wir heute in der Redaktion besprochen beim Frühstück, kann denn von sich behaupten, dass er es geschafft hätte, dass es ihm gelungen wäre, allein seine 10 Verwandten zu überzeugen, hierher zu kommen? Damit gerätst du doch schon direkt in Konflikt mit deinem Partner, deinem Freund, deinem Arbeitskollegen und weicht dem nicht aus. Weicht dem nicht aus. Das ist der Job, das ist die Zelle, wo ihr arbeiten könnt. Ich kann nur an Rudi Dutschke erinnern. Wir müssen lernen, die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit zu überwinden, aber vor allem in eurer Nachbarschaft. Keine Appelle an Parteien, was man tun müsste, täte, sollte. In eurer Nachbarschaft. Werdet Aktivist. Ihr seid Menschen, ihr seid kommunikative Wesen, ihr sprecht alle, egal wohin du kommst, die Sprache der Empathie. Niemand, direkt angesprochen, ist für Krieg, ist dafür, unschuldige Menschen zu töten. Niemand, da könnt ihr ansetzen. Und wenn ihr das macht, werden wir mehr werden. Und wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir haben einen langen Atem, denn auch die NATO-Osterweiterung wurde nicht in 4 Wochen erreicht. Wir brauchen eine Osterweiterung, eine Westerweiterung, eine Globalisierung des Friedens. Das schaffen wir nur mit einem langen Atem. Man hat mir gesagt, ich habe nur 10 Minuten, ich bin jetzt fertig. Vielen Dank.